aktuell zur SPS-Messe möchte ich Ihnen zeigen, welche neuen und innovativen Technologien mit dem TIA-Portal V14 genutzt werden können. Die aktuelle Firmware-Version 2.0 für die Simatic S7 1500 ist die Basis für Industrie 4.0. Trendthemen wie OPC-UA, mehr Performance bezüglich Kommunikation, noch bessere Unterstützung bei Inbetriebnahme und Service durch Engineering-Tool-unabhängige Trace-Funktionen bieten unseren Kunden damit die Grundlage für ein optimaleres Time-to-Market. Das heißt, kürzere Herstellkosten und damit geringere Gesamtkosten. Als offener Industrie 4.0 Standard bildet OPC-UA einen zentralen Eckpfeiler für die Integration der aktuellen Simatic S7 1500 CPU-Generation in heterogene Industrielandschaften und damit als Kernelement in das Internet der Dinge. Mit der Firmware 2.0 erhält die Advanced Controller-Familie einen OPC-UA-Server. Mittels OPC-UA Data Access kann von beliebigen Geräten mit OPC-UA Client auf sämtliche Daten der SPS zugegriffen werden. Mit der neuen Variante CPU 1518 ODK, die als Basis die leistungsfähigste CPU im Advanced Controller Spektrum hat, kann der Anwender kundenspezifisch Hochsprachenprogramme direkt aus dem SPS-Programm der CPU aufrufen. Dabei können Kunden ihr technologisches Know-how in Form von C, C++-Algorithmen über das Engineering mit Simatic ODK 1500S weiter nutzen. Ob als Echtzeitapplikation für Technologie- und Regelungsfunktionen oder komplexe mathematische Funktionen und Simulink-Modelle, ein generierter STEP7-Baustein erfordert keinerlei Hochsprachenkenntnisse und ist von jedem SPS-Programmierer und Servicetechniker intuitiv einsetzbar. Wir sind davon überzeugt, dass alle vorgenannten Eigenschaften der Advanced Controller S7 1500 unsere Kunden darin unterstützen, ihre Maschinen und Anlagen zukunftssicher und bei reduzierten Kosten schneller in den Markt zu bringen. Sets Ingenuity for Life.